Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tribe Primitiv Bilder. Wir müssen mit dem Jäger reden. Das machen wir jetzt auch, bevor er wieder abhaut. Du hast ordentliche Arbeit dabei geleistet und dir das Vertrauen unseres Stammes verdient, Baumeister. Ich tue, was ich kann. Ein erfolgreicher Einsatz deines Handwerks, in der Tat. Was möchtest du erreichen, Baumeister? Ich möchte dir bei der Jagd helfen. Man wird nicht einfach zum Jäger, indem man es sich wünscht. Du wirst Werkzeug brauchen, Waffen, aber auch Geduld. Ein Jäger verfolgt seine Beute wie ein Raubtier, das halb verhungert seine Jungen füttern will. Bring mir Nahrung, die unseren Stamm einen Tag ernähren kann. Nenn es ein Zeichen des guten Willens. Das sollte kein Problem sein, ich habe genug Nahrung dabei. Also schön. So, beschaffe das Fleisch. Achso, ich muss es tatsächlich beschaffen. Ich dachte, ich wäre mit dem Thema Jagd erstmal weitestgehend durch. Hier scheint aber nichts zu sein, was wir jagen können. Doch, da. Mist. Der Maus angeeckt. Na, wo seid ihr? Wo sind sie hin? Wo sind sie denn hin? Sonst müssen wir wieder da jagen gehen, wo wir eben waren. Ich hatte ja gehofft, es reicht, wenn ich Fleisch dabei habe, aber der will ja unbedingt, dass ich das selber jage. So. Ah, eins reicht sogar. Sehr gut. Ein Wurf, ein Treffer. So muss das sein. Hi. Ein schönes Beispiel für Jagdgeschick. Du bist durchaus eine Person mit vielen Talenten. Danke. Ich wünschte nur, die Götter würden zulassen, dass Nahrung nicht so schnell verdirbt. Die Sonne gibt, die Sonne nimmt. Aber so ist das Leben. Es gibt Geschichten, weißt du, Geschichten aus dem Norden, von unverderblicher Nahrung, von Methoden, Nahrung vor dem unausweichlichen Verrat unseres größten Widersachers zu bewahren, der Zeit. Wie kann ich sonst helfen? Ich habe meine Werkstatt verloren, als der Zorn der Götter über uns hereinbrach. Bauen können wir. Wenn du es wieder aufbauen kannst, kann ich die Jägergruppe unseres Stammes vielleicht wieder zu großen Errungenschaften führen. Ich kümmere mich drum. So, bau die Jägerhütte. Das machen wir. Bauen wir natürlich da vorne, wo wir die anderen Gebäude auch haben. Ich nehme mal direkt noch Bambus mit. Große Blätter. Haben wir die eigentlich auch hier? Weil da hatte ich nicht mehr so viele von. Nicht, dass mir ausgerechnet die ausgehen.
Sonst haben wir ja alles hier, ne? Oh, nur die großen Blätter, die fehlen mir ein bisschen. So, da haben wir unsere Hütten. Da bauen wir die jetzt auch wieder hin. Muss mal was essen, sehe ich gerade. Hier beim Altar können wir noch was trinken. So, bauen wir die Jägerhütte hier vielleicht hin, oder? Das sieht mir nach einem guten Platz aus. Direkt beim Altar. Essen, Produktion, Sammler, Schamanen, Holzfäller, Töpfer, Steinmetz. Jägerhütte. Ich muss das entsprechende Ritual freischalten. Ach du Schande. Wir gehen jetzt erstmal pennen. Dass es wieder heller wird. Bis 1 Uhr morgens, bis 6 Uhr morgens. So. Neuer Tag, neues Glück. So, wir müssen das Ritual freischalten. Das gibt mir die Reise zum östlichen Altar. Ach, ach du dickes Ei. Das müssen wir auch freischalten. Da brauchen wir 5 Knochen-Talismane und 5 göttlichen Weihrauch. Und da nochmal 3 Knochen-Talismane. Das heißt, wir brauchen 8. Und ich brauche noch mehr Leder. Also 6 Leder brauchen wir auf jeden Fall noch. Und göttlichen Weihrauch. Da haben wir genug von. Ne, Tonschalen müssen wir noch herstellen. Aber das können wir, wir haben Ton. Und ich brauche davon noch mehr. So, Tonschalen können wir schon mal herstellen. Dann brauchen wir noch ein bisschen Sand. So, Sand kriegen wir. Das ist einfach. So. Wir haben noch eine. So, davon haben wir mal genug. Mist. Wo ist sie hin, die kleine Ratte? Acht Leder brauchen wir noch. Wo ist er hin? Doch gerade noch gesehen. Ne, 6 Leder brauchen wir noch, ne? Die
schlagen immer so Haken, die Viecher. Das ist fies. Es kam genau der Busch in den Weg. Schon ist das blöde Vieh wieder entwischt. Wow. Ist das denn wahr? Ist das denn wahr? Halleluja. So, zwei Leder haben wir. Ich brauche jetzt noch vier. Dass wir die zwei Rituale durchführen können. Mist, wo ist er hin? Ausgebüxt. Sachen sammeln, das ist ja immer relativ einfach, aber die blöden Viecher hier fangen, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Halleluja. So, drei Leder. Sechs brauche ich, ne? Ich habe nur zwei, da hat kein Leder gegeben. Blödes Vieh. Also nicht jedes Tierchen gibt, oder nicht jeder Jagderfolg ergibt auch Leder. Zeig dich. Zeig dich doch einfach. Müssen wir nochmal rüber ins andere Jagdgebiet, wo diese braunen Tierchen da waren. Dann würde ich mir aber erst nochmal einen Speer basteln, dass ich da auch nochmal Ersatz dabei habe. Besser ist das, glaube ich. So, grober Speer. Einen brauchen wir noch. So, Talismane haben wir nochmal. Muss mein Inventar auch mal leeren, ne? Das könnte ich noch braten. Göttlichen Weihrauch. Können wir auch mal, dann können wir vielleicht das erste Ding schon mal machen. Ein Knochentalisman fehlt mir noch. Das ist nicht wahr, oder? Einer.
So, ich kann aber gerade mal hier ein bisschen Dings in die... Dass man hier wieder Platz im Inventar haben, ne? Ne, den Weihrauch brauche ich. Aber die können wir noch dahin tun. Und das. Und den Sand auch. So, dann gehen wir mal nochmal darüber zum Jagen. Wo der Jäger war. Muss eh was trinken, dann kann ich auch gerade hier vorbei. Vielleicht haben wir da ja mehr Glück. So, wo sind die hier? Wo sind die? Ideal wäre natürlich, wenn die irgendwo sitzen und wir die rechtzeitig sehen. Na, nimm den doch mit. Blöder Hund. Jetzt ist der natürlich abgehauen. Da rennt einer. Der Blöde hatte schon wieder Haken geschlagen. So, Halleluja. Man darf ja auch mal Glück haben, ne? Ein Leder haben wir gekriegt, das ist gut. Wenn wir jetzt noch drei fänden, wäre das natürlich perfekt. Dann hätten wir nämlich alles, was wir brauchen an Leder. Da rennt einer. Gucken, ob wir den irgendwie noch kriegen. Ah, der ist irgendwo abgetaucht. Das ist nicht einfach, die Viecher zu jagen. Wo ist er hin? Ich habe ihn doch gesehen. Ich habe ihn gesehen.
So. Einer fehlt noch. Dann haben wir, glaube ich, alles an Leder, was wir brauchen. Drei haben wir. Ne, die haben nicht alle Leder gebracht. Mist. Die haben nicht alle beide Leder gebracht. Hinten rennt auch einer. Den kriege ich vielleicht besser, weil da weniger Vegetation ist. Jawohl, vier Leder. Und da sind noch Kandidaten. Na, kriegen wir einen von denen? Sehr schön. Sechs Leder haben wir. Das sollte auf jeden Fall reichen. So, da müssen wir irgendwo hin. Sechs Leder. Da oben ist auch nochmal eine Ruine. Können wir gerade mal gucken, ob wir da hochkommen. Vielleicht finden wir da auch noch ein bisschen was. Steintotem, okay. Hätte ja funktionieren können. Ups. So, dann gucken wir mal, dass wir nach Hause kommen. Große Blätter, die bräuchte ich eigentlich irgendwann nochmal. Aber, kriegen wir wohl nicht so schnell. Aber wenigstens haben wir die Tierchen erwischt. Da bin ich schon mal froh drum. Dann können wir nämlich die ganzen Sachen herstellen, die wir brauchen. Und okay, hätte klappen können. Versuch war es wert. So, dann können wir nämlich geschwind mal noch die Knochentalismane herstellen. Vier Stück. Die brauchen wir, dass wir beide Rituale durchführen können. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal, essen wir was.
So, und dann könnten wir eigentlich gerade noch das Ritual machen, ne? Wir sind noch nicht müde. Trinken können wir auch im Zuge dessen gleich noch ein Schlückchen. So. Dann starten wir mal das hier. Sehr gut. Und dann können wir jetzt die Jägerhütte machen. Perfekt. Dann können wir die endlich freischalten. Oder haben wir jetzt freigeschaltet, dann können wir die endlich bauen. Da brauche ich jetzt natürlich das nötige Material, ne, was ich garantiert nicht dabei habe. Essen, Jägerhütte. Holz, Bambus, Ranken. Ich habe nur noch 13 Ranken. Und 14 brauche ich. Holz und Bambus ist ja jetzt nicht das Thema. Kriegen wir aber Ranken? Muss ich wirklich nochmal wieder rüber, um Ranken zu besorgen? Tatsächlich, die Sachen zählen mit. Nee, das Holz zählte nicht mit. Ah, nee, die zählten nicht mit. Okay. Okay, dann packen wir das hier gerade mal rein. So, dann kann man nämlich seine Jägerhütte bauen. Kriege ich Ranken, wenn ich so Bäume fälle? Oder sind ja welche dran? Ich habe nur noch nie drauf geachtet, ob ich die auch kriege, wenn ich den Baum fälle. Tatsächlich, wir kriegen Ranken dazu. Cool. Gut, dann haben wir das Problem auch schon gelöst. So, ich würde dann hier mal die Jägerhütte hinbauen wollen. Riesig. Kann sein, dass wir nochmal Holz brauchen. Ja, ist auch so. Aber ist gut, dann kriegen wir auch nochmal Ranken dazu. Ranken und große Blätter, das sind so Dinge, die kriege ich, habe ich jetzt noch nicht gefunden hier tatsächlich. Also Ranken jetzt ja im Prinzip schon, ne? Kriege ich durchs Bäume fällen. Aber große Blätter. Die fehlen mir noch. Da habe ich schon ein bisschen Bedenken, dass wir da nochmal wieder wirklich rüber müssen, um die zu holen. So. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir an dieser Stelle die heutige Folge. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr darüber freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.